Hallo meine Freunde, der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe, ihr hattet bis hierhin ein schönes Wochenende und ja, weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute gucken wir uns YouTube-Kacke Deadlift, die Soße der Bergsteiger an. Ja, und der hat einen Körper, den habe ich nie. Also ich muss sagen, gerade unter meinem Bauch sind auch Muskeln, ne? Aber sie sind liebevoll verpackt, meine Bauchmuskeln. Ganz, ganz, ganz liebevoll. Man kann sie auch manchmal hören, man kann sie aber nicht sehen. Es ist der Bergsteiger. Wichtig ist, bevor ich euch die einzelnen Fans zeige, dass ihr die Core-Muskulatur, also die Rumpfmuskulatur, so in der Übung ganz festhaltet. Stellt euch vor, ihr zieht den Bauchnabel an die Ananas ran. Genau so sollte eure Haltung sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Boden, macht gleich mit und wir probieren mal aus, okay? So, hinunter. Es gibt zwei Varianten. Mit Kanten? Ja, es gibt zwei Varianten, die möchte ich aber vorher schon mal sagen. Die erste, man kann das machen. Die zweite ist, man lässt es bleiben und ja, das war's. Man lässt es einfach bleiben. Man macht einfach nicht mit, weil das ist ja, hat auch was mit Anstrengung zu tun. Man muss dann wesentlich Sport treiben und man muss dafür aufstehen und man schwitzt und ist anstrengend. Lass ich mir lieber hier, es gibt so jemanden, der hat sich doch hier überall so Implantate überall hinmachen lassen. Geht auch, ne? Wie du in den Stützen gehen kannst, okay? Das eine ist der Unterarm. Das heißt konkret, steht, du hast die Arme hier so vorne, ganz fest, über Ellenbogen, mach den gerade, möglichst Rücken, den Po nicht nach oben stehen lassen oder durchhängen. Das sieht so falsch aus. Jetzt machst du Folgendes. Du nimmst das Bein, du Schwein, und ziehst es zum LL. Hopp! Hopp! Und wieder zurück. Genau das gleiche auf die andere Seite. Hopp! Wie schon gesagt, schöne Übung, aber man, es gibt zwei Varianten. Man macht es oder man macht es nicht. Und ich nehme Variante 2. Hopp! Und wieder zurück. Wir probieren es nochmal zu sagen. Also die zweite Variante, die du machen kannst, wenn du vielleicht etwas anspruchsvoller genau, bist. Einfach sitzen. Silber noch trostvoller bist. Silber bist. Silber bist. Gehst du in den Liegestütz, hältst dich so, alles wieder möglichst gerade. Und jetzt machst du Schnick und Fickleck. Das Wichtige ist, dass du diese Übung lallen machst, sodass sie tief in die Muschi reingehen können. Aber die seitliche Bauchmuskulatur wird insbesondere beim Bergsteiger trainiert. Für diejenigen, die eher am Arsch sind, würde ich vorschlagen, du machst 2x10 Wiederholungen. Ich würde vorschlagen, also entweder du machst 2x10 Wiederholungen oder du machst 2x0 Wiederholungen. Die Variante 2x0 Wiederholung ist ein bisschen intensiver. Ist auch ein bisschen anstrengender. Also, ja, genau. Das ist so meine Variante. Für diejenigen, die schon etwas Bergsteiger sind. 3x20. 90. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Sabas. Hau. Und wir sehen uns beim Bergsteiger wieder. Okay. Geiler, kurzer Quickie, definitiv. Mir hat aber eine Sache hier gefehlt. Weil, das wissen viele Leute nicht, Sport ist sehr gefährlich. Sprichwort Sport ist Mord kommt ja nicht von sonst woher, sondern hat schon eine Bedeutung. Und zwar, wenn man Sport treibt, das kann in der Wohnung sein, kann aber auch irgendwo... Ja, in der Sahara oder sowas sein. Beim Sporttreiben werden Naturgewalten aktiviert. Das heißt, es kann passieren, dass euch eine Elefantenherde platt redet, ne? Also deshalb immer aufpassen. Gerade wenn man auch in der Wohnung Sport macht, immer aufpassen. Wenn man die Elefanten hört, sollte man wirklich aufhören, weil, wie schon gesagt, es kommt nie umsonst. Der Spruch Sport ist Mord.
Und nur mal ein weiser Rat von mir. Wie schon gesagt, also ihr könnt zwischen der Variante wählen oder zwischen meiner Variante. Könnt ihr euch entscheiden, ne? Also meine Variante wäre wirklich 2x0 Wiederholungen. Und solche Videos angucken, ne? Das hilft auch manchmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was erzähle ich hier eigentlich? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.